Black Cat im Anflug. Ja. Gib sofort die Kette zurück, Felicia. Sie gehört dir nicht. Ich hab doch gesagt, dass du mich Black Cat nennen sollst. Und die Kette gebe ich nicht zurück. Die funkelt einfach zu schön. Brauchst du Hilfe, Spidey? Iron Man! Anzug, stopp! Oh, was? Wo kommt der denn her? Anzug, lass ihn nicht entkommen. Die Kette übernehme ich. Danke für die Hilfe, Iron Man. Immer gern. Schnappen wir uns Black Cat. Wow, sie ist uns entwischt. Die ist echt ein flinkes Kätzchen, nicht wahr? Wenigstens haben wir die Kette wieder. Ich bringe sie dem Laden zurück, aus dem sie sie geklaut hat. Hey, ich begleite dich. Anzug, Flugmodus. Jetzt zieh sich einer diesen glitzernd schönen Anzug an. Der ist ja so funkend schön. Guten Tag, Ma'am. Wir konnten Ihre gestohlene Kette zurückholen. Oh, vielen Dank euch beiden. Keine Ursache, Ma'am. Passen Sie in Zukunft gut auf die Kette auf. Wiedersehen! Black Cat hat vorhin echt nicht mit dir gerechnet. Sag mal, und seit wann hast du diese Drehung drauf? Mein Anzug hat ein paar nette Extras, wie das hier zum Beispiel. Eine Rauchbombe! Genial! Ja, genau, wenn man die Bösewichte mal abschütteln muss. Hey, pass mal auf. Brauchen Sie vielleicht Hilfe beim Zersägen des Rohrs? Spidey? Iron Man? Wow, danke. Das wäre echt klasse. Cool. Wow, danke, Iron Man. Nicht zu danken, Sir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war echt unglaublich. Auf welche Art kannst du deinen Anzug steuern? Ich kann ihn auf verschiedene Wege kontrollieren. Für manche Sachen drücke ich nur auf den Knopf. Oder ich bewege mich einfach und der Anzug folgt meiner Bewegung. Hier, pass auf. Anzug nach oben. Hey, warte! Ich bin nicht so schnell! Huh? Wow! Cool! Anzug runter! Und stopp! Ich kann meinem Anzug mit meiner Stimme Befehle erteilen. Ich kann ihn quasi richtig rumkommandieren. Das ist echt obercool! Hey, ich habe auch ein paar neue Tricks auf Lager. Pass mal auf! Eine kleine Schraube hier und dann ein Doppelsalto und... Keine Sorge, Spidey, ich fange dich auf! Ich krieg das hin! Das war echt knapp. Ja, war's. Ich wollte auch so cool sein wie du, aber das war wohl offenbar ein ziemlich peinlicher Fehlschlag. Hey! Ist schon in Ordnung. Weißt du, wenn man was Neues probiert, gehören Fehler nun mal dazu. Ich habe neulich ein neues Flugmanöver getestet und ein Sekündchen zu spät Stopp gesagt und bin dann voll gegen eine Wand geklatscht. Peng! War echt übel. Autsch. Tja, danke. Wofür? Ach, keine Ahnung. Vielleicht dafür, dass du Verständnis für mich zeigst? Damit fühle ich mich gleich viel besser. Weißt du, wie wir uns beide viel besser fühlen würden? Nach einem leckeren Snack. Ich habe echt Kohldampf. Wie wär's mit einer Banane am Stiel? Banane am Stiel? Ich liebe Bananen am Stiel. Und ich weiß auch schon, wo wir die bekommen. Da wären wir. Mal sehen, was es hier alles gibt. Moment. Hey, wo ist denn der Anzug hin? Naja, wenn ich hier drauf drücke, wird der Anzug zu dieser Brille. Das nennt sich Nanotech. Und wenn ich wieder in den Anzug schlüpfen will, setze ich einfach die Brille auf, tippe zweimal hier und der Anzug erscheint wieder an meinem Körper und ich bin einsatzbereit. Cool. Cool. Echt geniale Erfindung. Danke, Spidey. Kümmern wir uns jetzt um die Bananen am Stiel. Die Apfel-Zimt-Banane klingt echt lecker. Aber was für Streusel soll ich mir noch oben drauf packen? Kokosnuss? Rosinen? Brokkoli? Ich weiß, das klingt nicht gerade lecker, ist es aber. Versprochen. Bananenchips auf einem Bananeneis? Für so eine Bananenportion muss man ganz schön Banane sein. Ja. Hey! Black Cat! Gib sie zurück! Ich hol sie mir! Keine Chance! Du hast ja keine Ahnung, was diese Brille alles kann! Wie war das? Zweimal hier tippen? Oh, wie krass! Und wie bringe ich ihn jetzt zum Fliegen? Na los, heb ab! Ja! Anzug! Tja,
Die Sprachsteuerung funktioniert zumindest. Wir müssen sie aufhalten. Ich versuche, sie zu kontaktieren. Black Cat? Hier spricht Tony Stark. Komm sofort wieder runter. Oh nein, das macht einfach viel zu viel Spaß. Das war echt knapp. Okay, Anzug. Nach oben. Sie erwischt uns. Black Cat! Du kannst den Anzug nicht kontrollieren. Aber ich flieg doch gerade so schön. Knöpfchen. Oh, ich liebe Knöpfchen. Was passiert wohl, wenn ich die hier drücke? Hallöchen, Leute. Vorsicht! Wow, ist ja krass. Ich muss unbedingt in mein Labor fahren und die Fernbedienung holen. Okay, und ich versuche in der Zwischenzeit, dass sie landet. Ich muss irgendwie näher an sie rankommen. Ah, ich weiß! Hey, Black Cat, ich wette, du schaffst es nicht 10-mal, um den Wolkenkratzer da zu fliegen. Na dann sieh mal her. Perfekt. Jetzt bin ich endlich wieder an ihr dran. Das ist doch kinderleicht. 4, 5. Also dann, genau abpassen und hab ich dich. Hey, das ist unfair. Der Spaß ist vorbei, Black Cat. Na, das glaube ich aber nicht. Anzug, Schraube. Hör auf mit dem Quatsch! Anzug hoch! Mich kriegst du nie, Spidey! Oh nein, wenn ich weiter nach oben fliege, lande ich noch im Weltall. Oder vielleicht sogar auf dem Mond. Anzug, halt! Anzug nach unten! Oh nein, 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 nein! Hoch! Anzug hoch! Schon wieder ins Weltall! Runter! Nein, hoch! Runter, hoch! Oh, so langsam kriege ich ein flaues Gefühl im Bauch. Black Cat, du musst dich beruhigen. Vielleicht hilft ja dieses Knöpfchen. Oh. Oder das hier. Das ist viel zu schnell. Du musst sagen, Anzug stopp. Aber das kann ich nicht, weil du mich dann einfängst und ich großen Ärger bekomme. Oh nein! Ja, danke, Spidey. Keine Ursache. Vorsicht! In Deckung! Das macht langsam echt keinen Spaß mehr. Du musst sofort landen, sonst verletzt du noch irgendwen. Oder vielleicht sogar dich selbst. Ich muss ihm entkommen. Hör auf, die Knöpfe zu drücken. Du machst alles nur noch schlimmer. Das weiß ich auch. Ich bin ein böses Miezekätzchen. Ich will nur, dass das vorbei ist. Aber jetzt wird die komplette Stadt mega böse auf mich sein. Sag dem Anzug einfach, er soll sofort landen. Du hast schon genug Ärger angerichtet. Siehst du, du bist böse auf mich. Ach, hätte ich diesen Anzug doch bloß nie angezogen. Was habe ich mir denn dabei nur wieder gedacht? Ich wollte einfach nur cool sein, aber das war einfach nur ein großer, peinlicher Fehler. Fast dasselbe habe ich zu Iron Man gesagt, als ich fast abgestürzt wäre. In Ordnung. Hör zu, ich war echt böse auf dich, aber weißt du was? Ein guter Freund hat mir heute erklärt, dass jeder einmal Fehler macht. Ich habe mich sogar direkt vor seinen Augen voll blamiert. Hast du etwa seinen Iron Man-Anzug geklaut? Na ja, nein, das nicht. Aber es war mir trotzdem peinlich und ich habe mich schlecht gefühlt. Aber Iron Man hat mir gut zugeredet und dann war es echt halb so wild. Also, wenn ich den Anzug jetzt lande, dann bist du nicht böse auf mich? Falls es dir wirklich leid tut und du was daraus gelernt hast, bin ich garantiert nicht böse, sondern einfach nur erleichtert. Puh. Anzug, landen! Wow, hab ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Aber ich bevorzuge das Fliegen. Also, ich hätte jetzt gern meinen Anzug zurück. Tut mir echt leid, dass ich ihn geklaut habe. Oh, wirklich? Oh, okay, dann bin ich froh, dass du deine Lektion gelernt hast. Sie hat ihre Lektion doch gelernt, oder? Oh ja, ganz bestimmt. Okay, aber mach das bloß nicht nochmal, ja? Was war das? Hilfe, die Runter von der Brücke! Als der Laser die Tragseile der Brücke durchgeschnitten hat, wurde sie zu stark beschädigt. Wir müssen sofort was unternehmen, bevor sie zusammenstürzt. Wenn du mir die Brücke kurz stützt, kann ich die Kabel einspinnen. Verstanden. Ja,
Wie läuft's da oben, Spidey? Ich hab's gleich. Ich hab einen riesen Fehler gemacht. Hilfe! 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 Oh nein! Black Cat? Danke! Die Kabel sind verklebt, Iron Man. Okay, gut zu wissen. Mal sehen, ob das reicht. Ja! Wow! Gute Arbeit mit den Kabeln, Spidey. Gute Arbeit unter der Brücke, Iron Man. Black Cat hat mich gerettet. Da kam gerade ein Taxi auf mich zu, aber sie hat's rechtzeitig aufgehalten. Schön, dass es Ihnen gut geht. Danke, Freunde. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Das kannst du laut sagen, Kumpel. Und Black Cat hat uns geholfen. Ja, aber wo steckt sie überhaupt? Hey, das ist mein Auto! Entschuldige, aber das funkelt und glitzert so schön. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Tschüss! Ich kapier's einfach nicht. Erst verursacht sie einen Riesenärger, dann hilft sie jemandem. Und dann fängt sie wieder von vorn an. So läuft es nun mal mit Black Cat. Wenn etwas glitzert und funkelt, muss sie's haben. Na los, wir müssen sie einfangen. Und auf ein neues. Schaut Spidey und seine Superfreunde im Disney Channel.